Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Angelas Wedding Disaster. Wir machen weiter mit Level 18. Der Durchbruch. Sebastian hat Angela mit einer Sonderaufgabe beauftragt. Stelle sicher, dass alle Kunden im höchsten Maße glücklich sind. Oh mein Gott. Ja, ihr Lieben. Mehr Punkte für die zerrissene Kleidung. Alles klar, das nehme ich mit. Wir gehen erst wieder, wenn wir dieses Problem gelöst haben. Verstanden? Sicher. Na gut. Okay, Tim. Warum denkst du, dass du und Tim so viel streiten? Keine Ahnung. Nicht einmal die kleinste Idee? Nö. Okay. Was sagst du dazu, Jesse? Also, früher konnten wir immer alles miteinander klären. Sogar die strittigen Themen. Darum leiten wir ja auch zusammen die Farm. Er ist ja immerhin der ältere Bruder und er konnte schon immer besser mit Pferden umgehen. Aber seit meiner Verlobung ist er so komisch und jetzt seid ihr ganz zufällig ein Paar geworden. Wenn du mich fragst, ist Tim eifersüchtig, weil ich endlich etwas besser gemacht habe als er. Neidisch? Ich doch nicht. Okay, okay, Auszeit, kein Streit. Heute will ich viele glückliche Gesichter sehen, Angela. Toll. Ich glaube nicht, dass ich das packe. Okay, da haben wir auch schon wieder was Neues. Die eine Kunde mit mehr als einem Herzen. Ach so. Ach so, mit einem Herzen. Ach so, naja gut. Schauen wir mal. Okay. Das sollte ja vielleicht doch möglich sein. So, ich brauche die Kuhdinger. Ah, das bringt mich immer aus der Fassung hier. Warum? So, pack das mal bitte ein. Dann holen wir das noch. Dann holen wir den Sattel. Warte mal. Dann hole ich das noch. Und dann gehe ich dahin und dahin. Ach je. Ist das ein Durcheinander hier schon wieder? So, warte. Dann husche ich da oben hin. Gürtel etwas enger. Okay. Also ich hätte schon ganz gern, dass noch ein paar mehr hier irgendwie mal zur Kasse kommen. So, warte. Das brauche ich. Das brauche ich. Das brauche ich. Aber die Herzen trotzdem nicht aus dem Auge lassen. Das wäre blöd. Vor allen Dingen, man sieht ja nicht, wie viele Herzen die haben gerade, ne? Das ist natürlich schwierig. So, warte, das brauche ich, das brauche ich. So, den Hut brauche ich. Ja gut. Okay, sonst will keiner gerade was. Schade. So, was... Ach, oh Gott, hier mit so Dingern. Alle... Ach, je. Okay, ach so, nochmal. Ah, ja, ja. Warte, die Schuhe will ich. Das Kleid... Zweimal. So, dahin. Aufräumen da oben. Smart. Amazing. Amazing. So, warte, dann mache ich jetzt erstmal die Schuhe hier. Ah, nochmal. Okay. Ja, ja, alles gut. Moment. Jetzt brauche ich die nochmal. Oh Gott. Hallo? Ich habe schon dreimal gezogen. Was ist hier? Ja, die gucken jetzt schon sauer hier, ne? Ah, Schickraum. Warte, dahin. Da oben hin, dahin. Jetzt fehlen mir da unten schon die Kleider. Oh, weia. So, warte. Blumenstrauß. Den Blumenstrauß. Dann wird hier mal gepflückt. Da und da wird aufgeräumt. So, dahin, hierhin. Und dann muss ich unbedingt die Kleider nähen hier. Sonst wird das hier gar nichts mehr. So, ich brauche das und das und das und das noch. Nee, jetzt habe ich Schrott gemacht. Ach, egal. So, geh da oben schnell hin, Angela. Hier stapeln sie sich schon wieder an der Kasse. Oh Gott, ey. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. So, zunähen. Okay, das brauche ich mit dem. Mann. So, dann brauche ich das Kleid. Dann brauche ich das und das dahin. Ja, sie guckt schon richtig sauer jetzt da oben. Okay, kann ich jetzt gerade aber nicht ändern. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich dahin. Aufräumen bitte. So, das Kleid brauche ich. So, du möchtest das mit dem. Okay, dann muss ich erst schneiden. Alles klar. So, was willst du jetzt noch? Das willst du, das willst du, das. Okay, dahin, dahin, da oben hin.
So, dann gehe ich hier kassieren. Bediene Kunden mit einem Herzen. Traf ich irgendwie nicht. Okay, mit einem Herzen oder mehr als ein Herz. Wie denn jetzt? Ach, herrje. Ich mache einfach weiter. Wenn ich das nicht schaffe, dann tut es mir leid. So, warte, das und das. Weil es hieß ja, bediene nur glückliche Kunden irgendwie, ne? Ja, was? Ich habe doch die Schuhe. Das bringt mich jetzt ganz durcheinander hier. Warte mal. Das da oben hin. Ja, aber das hat jetzt irgendwie gar nicht richtig funktioniert hier, ne? Cool. Naja, okay. Ich mache einfach weiter. So, das und das brauche ich und das brauche ich. Dahin, dahin, da oben aufräumen. Also soll ich jetzt nur die mit einem Herzen bedienen halt? Also abwarten, bis die sauer sind? Oder eigentlich doch nicht, oder? Es hieß ja nur glückliche Kundengedöns. Hm. Ja, das kriegen wir nicht hin. Warum auch immer, wir kriegen es nicht hin, aber okay. Aber es ist natürlich auch ein bisschen doof, man sieht ja ihre Herzen auch gar nicht, ne? Naja, so, du kannst gehen, dankeschön. Okay, da fehlen mir 4 Stück. Hm, na gut. Ach Gott, ey, den 3. Stern habe ich auch nicht gekriegt. Ah, das ist ja blöd gelaufen. Ah, Mann. Okay, Leute, beginnen wir mit unserer Gehen- und Reden-Sitzung. Entspannt euch, lasst uns einen Spaziergang machen und uns dabei unterhalten. Das ist langweilig. Hey, Jesse, ich wette, dass ich eher am Ende der Straße bin als du. Das ist ein Scherz, oder? Ich mache bei so kindischen Spielchen nicht mit, Tim. Jesse, warte! Okay, das scheint ja ein ewiger Wettkampf zwischen den beiden zu... Boah, was sollte das denn jetzt? Genau das hast du verdient. Du bist unerträglich. Nicht alles muss ein verdammter Wettbewerb sein. Erinnerst du dich noch daran, als wir so 12, 13 Jahre alt waren? Damals hast du mich zum ersten Mal beim Pferderennen geschlagen. Das war das Einzige, was ich echt gut konnte. Und, Mann, ich weiß nicht. Es fühlt sich so an, als ob wir... Was? Als ob du mir das wegnehmen wolltest. Wegnehmen, das ist doch... Ich habe keine Ahnung von Pferden. Ich bin hunderte Male vom Pferd gefallen, bevor ich einigermaßen vernünftig reiten konnte. Du dagegen hast dich einmal aufs Pferd gesetzt und konntest sofort perfekt reiten. Ich habe mir alles von dir abgeschaut. Aber jetzt muss ich mein eigenes Ding machen und ich will das gemeinsam mit Eva tun. Haben wir eine Art Durchbruch hier? Ja, ach Mensch, er tut mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen leid, ne? Also, er hat halt Angst, allein zurückzubleiben, habe ich den Eindruck. Aber, na gut, ihr Lieben, schauen wir mal. Level 19, auf seine Weise. Eine weitere Aufgabe von Sebastian. Angela muss sich Zeit nehmen und der besonderen Kundin helfen. Okay, kaufen kann ich nichts. Na, dann eben nicht. Und so ist es abgelaufen. Es war sehr mutig von dir, Jesse, das zuzugeben. Gut gemacht. Ah, danke. Ich muss noch was zugeben. Jesse hatte recht, was dich und mich angeht. Ich liebe dich nicht wirklich. Ich wollte nur nicht. Tim ist schon gut, ich verstehe es. Es tut mir leid. Ich werde im Laden sein, wenn du reden willst. Danke. Lass dir heute ruhig Zeit, Angela. Hör den Kunden gut zu, okay? Sebastian, du hast immer so doofe Aufgaben für mich. Um die besondere Kundin kümmern. Okay, na gut. Ich nähe erstmal. So, dann hole ich diese Schuhe und dann hole ich diese Schuhe. So, und dann hole ich noch das Kleid. Okay. Und dann bringen wir das da mal flugs nach oben. Ah, ist das die besondere Kundin? Okay. Die sieht irgendwie anders aus, ne? Ja, das ist sie. Okay, dann gehen wir da mal hoch.
das rote Kleid einfach umwerfen. Ja. Sehr schön. So, dann brauche ich das und diese Schuhe. So, kommt noch jemand, der was will? Oder? Nee, muss ich kassieren. Stunning. Stunning. Und da ist die Maus. Sehr schön. So, ich brauche das und das. Alles klar. Und dann brauche ich noch den Hut. Ach nein, 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 nein. Ja, ja. Alles gut, Angela. Geh mal da hoch. Und dann gehen wir zu ihr. Habe ich doch das Kleid vergessen. Ja, fantastisch. Bring der Oma ihre Sachen. So, okay. Dann gehen wir da wieder hoch. Und einmal den Gürtel anschnallen. So, zweimal das. Einmal das. Ich versuche jetzt einfach auch mal nicht ganz so hektisch zu sein. Was willst du denn jetzt schon wieder da oben? Das grüne Kleid. Aha, okay, ja, dann zieh ihr doch alle an. Rot, grün, lila, blau getupft. Völlig egal. So, warte, das mit dem. Und was will sie noch? Sie möchte das Kleid. Dann brauche ich das Kleid und den Hut. Okay. So, ich müsste mal was nachnähen, Angela, bitte. Ja, ja, sie meldet sich auch schon wieder da oben. Ach, da hätte ich doch jetzt... Ach, Mist, aber auch... Ach, hätte ich das zweite gleich mitnehmen können. Das war blöd. Mann, 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 Mann. So, einmal zugenäht. Alles klar, dann brauche ich das. Das mit dem dahin. Den Sattel nehme ich mit und das nehme ich mit. Ja, jetzt will sie natürlich zwei Sättel haben. Warum auch nicht, war ja klar. Das blau-weiß gestreifte. Aha, also das hier, oder was? Wollen mal da auf, Kind, bitte. Achso, und ihr gibst du mal bitte ihren Kram. Dankeschön. So, warte, sie möchte das. Die Blumen. Und sie will doch bestimmt das jetzt haben. Könnte ich doch gerade wetten, ne? Jo. Alles klar, warte. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. So, dahin. Ja, scheiße. Ach, scheiße. Das hat jetzt zu lang gedauert. Ist ja, Mann. Auch wie man es macht, ist es falsch. Das habe ich gedacht, ich kann das vorbereiten. Aber nein. Ach. Gut, dann erstmal den Gürtel hier. Und dann brauche ich hier zwei Kleider. Ja, jetzt will sie das wieder haben. Boah, das ist ja ätzend. Warte. Ja, jetzt aber. Ich komme. Alles wird gut. Alles wird gut, junge Frau. Ja, du wirst umwerfend aussehen. Und wir gehen hier mal kassieren, ne? So, das und das. Okay, zweimal das. Einmal die Blumen. Das Kleid. Dahin, dahin, dahin. Ich komme mit den Wegen hier überhaupt nicht zurecht, ne? Dieses Hoch, Runter, Rechts und Links. Das ist voll doof irgendwie hier. Diese Wege, die sie hier laufen muss. Ich krieg die nicht geregelt im Kopf. Dass ich die einigermaßen sinnvoll gehe. Naja, so, das mit dem brauche ich. Okay, dann brauche ich noch das da. Und dann brauche ich noch das da. Und dann brauche ich noch das. Ach so, sie gibt ja jetzt Ruhe. Okay, das ist super. Sie haben wir fertig. Okay. So, dann könnt ihr alle mal gehen hier bitte. Und dann gehe ich da hoch. So, okay, warte. Das hole ich, das hole ich. Das mit dem am Schluss. So, das ist dann für dich. Dann bediene ich dich. Da wird aufgeräumt. So, du möchtest den Hut und die Schuhe. Okay. So, bitteschön. Und dann muss ich wohl kassieren. So, ich brauche das mit dem, den Hut und zweimal das. So, nochmal. Alles klar, für dich, aufgeräumt haben wir, ne? Ja. Oh Gott, der dritte Stern, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Ja, die Wege machen mir wirklich Probleme hier, ne? Weil die
Ne? Hier rüber, da hoch, da lang. Und dann noch hier rein. Es ist irgendwie, finde ich, schwierig. Aber okay. Ich krieg's ja so einigermaßen hin hier. Hallo Tim, wie fühlst du dich? Okay, denke ich. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Jesse muss sein eigenes Leben leben und ich meins. Ich werde die Farm verlassen. Wirklich? Er war schon immer der bessere Farmer von uns beiden. Er hat den grünen Daumen. Ich fühle mich am wohlsten zwischen den wilden Pferden. Dann kann ich endlich auf meinem eigenen zwei Beinen stehen. Ich werde meine eigene Reitschule eröffnen. Du darfst mich besuchen, wenn du willst. Das fände ich toll. Eine Reitschule. Das ist ja nice. Das finde ich ja richtig nett. Okay. So, Bonuslevel, ihr Lieben. Die Türen sind defekt. Du musst die Kunden persönlich hereinlassen. Warum? Warum müssen wir in so einer ollen Scheune hier spielen? Oh mein Gott. Okay. Aha, alles klar. Darf ich trotzdem was annähen, bitte? Das wäre super. So, ich brauche... Nein, das brauche ich doch. Zweimal das und dann da oben noch das. Und erst gehe ich hier nochmal schnell pflücken. Jetzt muss ich echt da dauern. Ja, kommt doch bitte alle gleichzeitig rein. Oh, die kommen alle einzeln. Warum? Das ist ja oberübel. Okay, mach mal die Schuhe hier. Packe das Kleid ein und dann gehen wir da hoch. So, dann hole ich den Hut und dann mache ich das. So, okay, das ist für dich. Hier helfe ich auch noch schnell. Da muss mal aufgeräumt werden. So, ich brauche das Kleid, das und das. Dahin, dahin. Da ist die Maus, sehr schön. Dann haben wir die schon mal. Dann brauche ich hier unten die Kleider. So, da oben die Leute reinlassen. Okay, warte, das mit dem. Oh Gott, ey, jetzt wollen die... Ja, warte, nochmal. So, dann hole ich das, das zweimal und das einmal. Ja, ich weiß, du wirst sauer. Das tut mir leid für dich. Oh, Tablett ist voll. Warum? Cheat. Ja. So, gib ihr das mal. Da oben die Leute reinlassen. So, jetzt hole ich das Kleid. Ich hoffe, sie wartet jetzt bitte noch da oben. Oh, Hilfe! Das ist doch bescheuert. Oh nein. Ja, kommt doch bitte einfach alle rein. Warum? Warum? Cool. Ach, du dickes Ei. Das ist irgendwie hart hier, wirklich, Leute. So, das ist jetzt für sie. Dann helfe ich da. Ach komm her, ich muss hier mal kassieren, ey. Boah, ich... Moment. So, einmal das. Zweimal das. Einmal das mit dem. Ja, ja, hier werden dauernd die Leute sauer. Boah, ich hasse diese Schuhe hier unten. Echt, die mag ich ja gar nicht. So, okay. Und nochmal. So, jetzt lasse ich erstmal die Leute da oben alle rein, vielleicht. So, den Sattel brauche ich. Das brauche ich, den Hut brauche ich, das brauche ich. Dahin, dahin, dahin. Okay, jetzt muss ich das Kleidchen nachnehmen. Ich habe nämlich keins mehr. So, warte. Ja, das muss ich auch nachnehmen. Okay. So, das und das nach da. Dann nehme ich das mit dem. Wow, ist das... Ey, wow. Stand da extra schwere Bonuslevel, ihr Lieben? Ja. Kann ich jetzt gerade so direkt unterschreiben. Da mal aufräumen, bitte. So, du möchtest das mit den Schuhen. Also, so schön ich es hier finde, aber ich finde es super schwierig hier. Wegen diverser Sachen. Zum Beispiel dieser Schuhe. Und auch diese Schuhe finde ich extrem. Die Laufwege sind super blöd.
Ich bin super blöd. Jetzt klicke ich auf die Tür, obwohl da überhaupt kein Schwein mehr ist. So, komm her. Oh my goodness. Das war irgendwie hart. Ich stelle mich ganz schön doof hier an, ne? Naja, kennt man ja. Kennt man ja nicht anders. Ja, fancy. Du kriegst gleich fancy, ey. Okay, ihr Lieben, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch trotz Desaster ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und bis dahin, eure Trin.